Hallo zusammen. Mein Name ist Daniel Schäfer. Ich bin der Geschäftsführer von der Swiss Bike School. Ich zeige euch heute drei lässige Übungen, damit ihr eure Biketechnik verbessern könnt. Es lohnt sich immer wieder, an der Biketechnik zu arbeiten. Damit habt ihr viel mehr Spass und sind viel sicherer unterwegs auf den Trails. Das A und O beim Mountainbiken ist ein gutes Gleichgewicht. Wenn wir runterfahren, gehen wir in Grundposition. Das heisst, die Kurbeln sind horizontal, damit wir mit den Pedalen bei Unebenheiten am Boden nicht anstehen. Die Arme sind leicht angewinkelt, damit man auch mit den Ellbogen Unebenheiten locker wegfedern kann. Die Grundposition kann man sitzend oder stehend einnehmen. Wenn es steil runtergeht, der Untergrund los ist, Wurzeln hat oder absetzt, dann stehen wir auf, damit wir es gut ausgleichen können. In der Blickrichtung ist ganz wichtig, dass man weit voraus schaut und nicht am Boden runter. Dort, wo wir hinschauen, dort fahren wir hin. Ganz eine gute Übung ist das Kurvenfahren. Zuerst mit dem Kopf auf die rechte Seite, dann kommt die Schulter und erst dann der Lenker. Einmal rechts rum, einmal links rum. Einmal rechts rum. Ganz eine gute Gleichgewichtsübung. Wir fahren auf den Baum zu. Auf gleicher Höhe kippen wir das Rad am Baum an. Kippen mit den Knien und mit den Armen ganz fein ausbalancieren. Der Oberkörper bleibt ganz stabil. Wichtig auch hier, nicht am Boden runterschauen, sondern weit voraus und sich einen Punkt zu fixieren. Somit haben wir ein gutes Gleichgewicht. Die Übungen macht mega Spass. Wichtig, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Üben, üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.